hatte schon gedacht, dass ich was Soziales machen möchte. Habe auch überlegt, Pädagogik zu machen, habe da auch ein Semester studiert, direkt nach dem Abitur. Und dann aber gemerkt, dass es das nicht ganz ist und ich eben doch was studieren möchte, was den Menschen auch aus mehreren Sichtweisen betrachtet, auf die naturwissenschaftliche Sicht ein bisschen mit rein. Und habe mich dann für verschiedene andere Studiengänge noch beworben und dann ist es eben Psychologie geworden. Irgendwann habe ich angefangen, eine Zeitschrift zu lesen. Die Welt der Wunder ist keine besonders hochwissenschaftliche Zeitung, aber eine ganz spannende Zeitung. Und habe dann gemerkt, mir haben so die psychologischen Themen immer so Spaß gemacht. Da waren so ganz viel mit so mit Bodytells, also was sagt so die Mimik über einen aus? Wo guckt jemand zum Beispiel hin, wenn er sich gerade erinnert an irgendwas oder wenn er sich was ausdenkt? Ich finde es besonders spannend an der Psychologie, dass man sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen beschäftigt. Und mich interessiert besonders, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln. Und was sie bewegt, so zu handeln? Ich bin tatsächlich schon, weiß ich nicht, 10., 11. Klasse übers Pokern. So ein bisschen, wo man angefangen hat, sich zu überlegen, was geht in den anderen vor, was denkt der jetzt, weiß ich nicht, darüber, welche Karten gespielt werden und so. Und dann hat sich das so ein bisschen eben aufgeweitet auf allgemeineres Interesse, was, wenn jemand streitet, was geht jetzt in dem vor, warum ist es dem jetzt so wichtig, dass es sich lohnt, dafür zu streiten? Was bewegt die Leute? Und dann ist es irgendwie auf Psychologie hinausgelaufen. Das ist ja mein zweites Studium. Ich habe davor einen Bachelor in so einer Richtung internationale BWL gemacht. Das fand ich auch sehr spannend. Also ich habe da sehr viel Internationales gelernt, habe aber im Studium wirklich mir immer gewünscht, auch noch mehr spezifisch auf den Menschen zu schauen. Also nicht nur im interkulturellen Kontext, sondern auch, wie kann man jetzt das Arbeitsumfeld gestalten, dass es den Menschen gut geht. Und ich habe dann eben ein Praktikum genau an der Schnittstelle gemacht. Ich habe mit interkulturellen Psychologen zusammengearbeitet und wir haben interkulturelle Trainings und Coachings gemacht und da habe ich einfach gemerkt, dass ich wirklich gerne noch das fundierte Psychologiewissen haben möchte, weil es mich wahnsinnig interessiert und habe mich dann für ein zweites Studium entschieden und bin super glücklich mit der Entscheidung. Man lernt viel über die Entwicklung von ganz klein, also bevor ein Leben überhaupt entsteht, bis es dann zur Geburt kommt und dann über die ganze Lebensspanne hinweg bis zum Alter, lernt man einfach viel über Menschen und das Verhalten. Oma, ich versuche im Studium zu lernen, wissenschaftlich vor allen Dingen zu erarbeiten, das ist ziemlich wichtig im Psychologiestudium, was dich ausmacht. Also wie kommt es zustande, dass du das und das denkst? Wie kommt es zustande, dass du die und die Gefühle hast? Und wie kommt es zustande, dass du das oder jenes dann machst, was du tatsächlich machst? Das versuchen wir herauszufinden und das irgendwie zu nutzen, dass es dir am Ende besser geht, Oma. Also was erstmal ganz wichtig ist, wenn ich Psychologie studieren will, klingt zwar jetzt blöd, aber man muss ein relativ gutes Abitur gemacht haben. Sonst ist es wirklich sehr schwierig oder man muss teilweise sehr lange warten. Aber wenn ich diesen NC habe, dann kann ich auf jeden Fall Leuten dazu raten, Psychologie zu studieren, wenn sie sich so ganz allgemein für die Arbeit mit Menschen interessieren, weil die Psychologie ein ganz interessantes, ganz breit gefächertes Fach ist. Es ist wichtig, dass man mal mit Menschen arbeiten möchte, weil es eben doch ein sehr sozialer Beruf ist, der in die Richtung geht. Dass man sich auch wirklich vorstellt, tagtäglich face-to-face oder eben auch über Experimente, die man in der Forschung oder in Unternehmen zum Beispiel macht, dass man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Ja, viele trauen sich nicht Psychologie studieren, weil so viel Mathe dabei ist. Also ich war auch in der Schule nicht sehr, sehr gut in Mathe, hatte natürlich am Anfang auch meine Bedenken, aber mit der schulischen Mathematik hat die Statistik, die wir im Studium haben, nicht viel zu tun. Und jetzt rechne ich manchmal wochenlang und es macht mir sogar Spaß. Die Psychologen haben alles selber einen Hauch. Also es wird sofort vermutet, dass ich dann die Gedanken meines Gegenübers lesen kann. Dass jemand auf der Couch liegt. Ja, man muss dann den Leuten im ersten Moment vielleicht kurz die Angst nehmen und sagen, keine Angst, du bist deutlich komplexer, als du jetzt vielleicht denkst. Und der Psychologe, der behauptet, in einer Viertelstunde, wo er dich kennenlernt, dich jetzt analysieren zu können und genau zu wissen, wie du tickst oder was du für eine Persönlichkeit bist, dem würde ich nicht zu sehr vertrauen, weil eben der Mensch was sehr Kompliziertes ist.
Unser Studium ist ja so aufgebaut, dass die ersten paar Semester mehr so Grundlagen, Einführung in die Psychologie, Methoden und sowas sind. Und dann kommen die Anwendungsfächer. Und das sind ja bei uns die klinische, pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Und was allerdings an Erlangen auch sehr attraktiv ist im Master, weshalb auch ich geblieben bin, ist, dass es hier nämlich die Möglichkeit gibt, dass man einen allgemeinen Master studiert. Und das bedeutet eben, dass man sich nicht festlegt, schon nach dem Bachelorstudium, sondern dass man die Module, die wir hier anbieten, eben so kombinieren kann, wie man möchte und die Spezialisierung halt noch ein bisschen aufschieben kann. Das ist einerseits gut, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, in welche Richtung das es gehen soll, aber auch, wenn man sich die Möglichkeit, jetzt Psychotherapeut zu werden, vielleicht einfach offen lassen möchte für die Zukunft irgendwann. Also ich muss sagen, ich komme vom Dorf. Für mich ist Erlangen schon eine Großstadt. Ich komme aus München, also das heißt, ich bin es gewohnt, dass man überall öffentlich eine halbe bis dreiviertel Stunde fährt, sich dann erstmal vorher verabreden muss, machen wir heute Abend noch was oder so. Erlangen ist einfach eine Fahrradstadt. Und das war einfach großartig. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft hier und damit kann ich einfach überall hin. Und dieses, ey, wir treffen uns in 5 Minuten im Schlossgarten und dann setzt sich jeder aufs Fahrrad und radelt hin, das hat halt auch so eine Flexibilität und Freiheit irgendwie geschaffen. Klar, am Anfang die ganzen Partys, um Leute kennenzulernen, dann aber auch immer so Sachen wie Hörsaal, Kino oder ein Poetry Slam im E-Werk, also halt auch kulturelle Sachen, falls man auf irgendwas Lust hat, ein riesiges Sportangebot. Zu jeder Jahreszeit eigentlich gibt es irgendwie was Besonderes. Jetzt letzte Woche war ich zum Beispiel auf dem Schlossgartenfest. Ja, und dann natürlich die fünfte Jahreszeit, der Berg, wenn der wieder anbricht. Also so das Oktoberfest Frankens sozusagen, also noch schöner als das Oktoberfest. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Naja, und im Winter haben wir dann den Winterball der Hochschulen, wo dann die FAU und die Nürnberger Hochschulen sich zusammenschließen und den Winterball in der Meistersingerhalle organisieren. Also zu jeder Zeit eigentlich, was das Herz begehrt.